Ein herzliches Willkommen zum Grand Prix von Russland. In Sotschi ist das, dort wo die letzte Winterolympiade stattgefunden hat. Echt? Hallo Makai. Servus. Grüß dich. Ist das so? Das ist tatsächlich so, ja. Das ist Sotschi Autodrom. Also ich denke mal, da wird hier direkt hier in der Nähe die Olympiade stattgefunden haben. Es ist, glaube ich, sogar, soweit ich weiß, sogar, ja, ich glaube, im Olympiapark, also dort, wo einige olympische Veranstaltungen stattgefunden haben, ist es tatsächlich gebaut worden, glaube ich zumindest. Mhm. Wer es besser weiß, bitte in die Kommentare. Ja, wir befinden uns jetzt hier im Qualifying. Es geht jetzt gleich los. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Makai ist. Ich gucke mal kurz rüber. Der ist schon auf der Piste, ne? Nein, aber ich fahre jetzt raus. Ich kriege jetzt die Heizlinge runtergezogen. Ah, ja. Okay, ich werde versuchen, mich mit den gelben Reifen zu qualifizieren. Also ich fahre tatsächlich mit den roten hier raus. Ja. Und los geht's einfach mal. Ich kenne die Strecke kaum, muss ich sagen. Bist du gerade vor mir? Nee, ich stehe noch in der Box. Ja, ich bin noch in der Box. Mal gucken, wie das hier so läuft, ne? Also, streckentechnisch bin ich jetzt noch wirklich nicht gekonnt hier. Ja, das ist, die Boxeneinfahrt ist nicht die leichteste. Da muss man da schon auch mal hier bisschen lenken, wenn man da in die Box rein will. Vor allen Dingen früher reinfahren, ne? Ja, das ist tatsächlich zwei Kurven früher. So, ich versuche wieder eine reifenschonende Einrollrunde zu fahren. Also ich werde hier auch wieder nur eine Runde fahren, mal gucken, wie weit ich komme in den Platzierungen. Okay, ich sehe dich vor mir. Ich denke mit einer Zeit, mit einer 1,42 oder so, dürfte man eventuell ganz gut bedient sein. So, jetzt geben wir Gas. Okay, letzte Kurve. So, jetzt geht's los. Vollsteine Ziel gar nicht mal so scheiße genommen. Du läufst direkt Verkehr, sehe ich. Ja, hinter dir müsste Raikön sein. Und dann komme ich gleich. Ich glaube, der Raikön macht, der hat dir gerade ganz schön die Zeit kaputt gemacht, kann das sein? Nee, ich habe es schon überholt. Und er konnte den Windschatten nutzen. Ich konnte den Windschatten da nutzen, das war die lange Kurve da. Ich glaube, jetzt bist aber du vor mir. Ich bin vor dir. Ich muss sagen, ich stelle mich nicht allzu toll an. Oh yes. So, jetzt komme ich. Jetzt bin ich gleich. Ich hier gerade die Kurven in Kombination versaut. Du hattest gerade eine bessere Zeit gefahren als wir. Du bist in die vierte Reihe gerutscht. P7. So, ich werde jetzt wieder reinfahren. Ja, da kannst du dir auch erlauben. Ich war nämlich 2 Sekunden langsamer als du. Ich fahre, mach noch einen Versuch. Okay, mach mal, ich hetze dich.
Versuche dich zu pushen, verstehst du? Ja, ja. Mehr als ablenken schaffst du nicht. Ja, der Kurs, der gefällt mir, muss ich sagen. Wie sieht er für dich aus? Ich finde ihn eigentlich ganz nice. Trotz der vielen Mauern. Und der keinen Auslaufzonen. Aber ich würde mal sagen, dass dieser Versuch schon deutlich besser ist. Ja? Zumindest bis hierhin. Ja, ist ja gut. Muss ich jetzt irgendwann in den Boxen, ne? Kann das sein? Kommt die nicht gleich? Bei dir ja. So, hab diese Kurve sehr viel besser angesetzt. Scheiße, wo ist denn hier die Box? Muss doch jetzt gleich kommen. Nach diesen zwei Kurven hier jetzt. Halt mich recht. Okay. Ich glaube, ich sehe sie, ne? Das ist hier die Box, ja, ja. Gott, ist die beschissen, diese Box. Ach du Scheiße. Ja, die Box ist ja mal... oh Mann, das wird doch gar so, nichts. So, eine 41,8 habe ich hinbekommen. Na, siehst du, das ist doch in Ordnung. War nochmal 1,8 Sekunden schneller jetzt. Und ich denke, damit kann ich happy sein. Du bist jetzt natürlich Vollspeed hinter mir hergerast, ne? Ja. Ja, und die und deine Reifen jauchzen. Nee, also so Vollspeed bin ich eigentlich nicht so richtig gefahren, also. Ja, hat gereicht, um mir am Arsch kriegen zu bleiben. Ich gucke jetzt einmal, wie es jetzt in der Rangliste gleich aussieht. Aber ich würde sagen, das ist mal ein ganz kurzes Qualifying, ne? Ja, muss man jetzt mal die Abstände anschauen. Also ich wäre definitiv egal, was ist, fahre ich nicht nochmal raus, also. Du hattest auch eine 41, ne? Ja, ja, du auch. Ja, eine 41 was? 41,888 und ich habe 41,303. Das wäre schon schön, wenn das reicht, wenn ich dann mit den Reifen dann ins Rennen gehen könnte. Weil ich noch zwei Plätze verlieren will, das Hamilton auch okay. Ist relativ nah bei dir dran, aber der Rest ist alles sehr weit weg. Also kannst du ja... Ja, bis jetzt war es immer so, dass die, dass viele dann nochmal einen zweiten Versuch gemacht haben und da nochmal eine Schippe draufgelegt haben. Du bist im zweiten Sektor sogar schneller als ich gewesen. So, ich gucke jetzt mal bei dir ein bisschen zu. Du musst ja auch bald wieder in die Box kommen, oder? Komm mit Weiß in die Box. Diese Boxeneinfahrt. Die Boxeneinfahrt ist richtig bitter, ne? Die ist richtig, richtig bitter. Die leichteste. Ich glaube, das wird ganz schön schlimm enden. Kann man leicht mal übers Ziel heraus hinausschießen und schon ist man wieder auf der Strecke. So, ich bin jetzt mal gespannt. Waren jetzt zwei schnelle Runden hintereinander, also vier gefahrene Runden auf den Reifen. Bin jetzt mal gespannt, was die Abnutzung, was ich jetzt da für eine Abnutzung habe. Was von deinen Reifen noch übrig? Wo kann ich das denn sehen hier? Muss ich mal gucken. Einfach einmal Y. Fünf Prozent. Wie viel? 5. Du hast nur 5% Abrieb drauf. Ja, stand hier dran, ja. 5%, ich weiß auch nicht wieso, aber es ist anscheinend so. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 41,8. Und dafür bist du sogar noch eine Runde länger gefahren. Aber welche hast du? Du hast doch die roten auch gehabt, ne? Nee, die gelben. Ach so, okay. Okay, wollen wir es jetzt beenden? Oder wie sieht's aus bei dir? Und einfach mal uns überraschen lassen, da fehlt noch einiges an Spitzenzeiten. Zum Beispiel der Vettel, der sich gerade vor mich geschoben hat. Nicht schlimm, ich beende die Session jetzt. Jo. Das wird lustig werden. Dann schauen wir mal, wo wir landen. Nochmal fahre ich nicht mehr raus heute. Oh Mann. Und dann schauen wir uns jetzt mal...
das Schluss Dingens an. Okay, bin dritter geblieben. Jo. Natürlich ist es ein Vettel, der vor mir rumhängt. Ja. Ja, Räikkönen, ein bisschen weiter hinten. Naja, gut, geht so, ne? Es sollte auf jeden Fall einiges drin sein. Rosberg. Guck mal, wo Rosberg ist. Guck mal dahin. Da kannst du weit runter scrollen. Yeah. Yeah. Hä? 21. Ja. Was? Keine Ahnung wieso. What the fuck? Was sind die gemacht? Okay, Leute, ne? Da würde ich sagen, sehen wir uns beim Rennen, ne? Ja, dann bis morgen. Tschö. Tschüss.